geht ab, Raffaelos Race? Yeah! Oh, meine Fresse. Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Zum Abschied sag ich leise Scheiße. Was hat da so geklatscht? Das war mein Zahn. Halt dein Maul. Was ist denn hier so bumpig? Das ist widerlich. Ey, sag mal, haben dich schon wieder deine Synapsen verlassen? Hast du schon wieder vergessen, was du für eine Sauerei hier angerichtet hast im letzten Video? Ja, was haben wir denn gemacht? Du hast das ganze Studio demoliert, Junge. Ah ja, da war ja was. Was bockst du das denn immer? Junge, die Hälfte geht daneben. Junge, du hast den ersten Arbeitsschritt fertig und siehst schon aus wie Scheiße. Ne, ne, ne. So viel Kakaopulver, das kommt mir nicht in die Tüte. Nächster Schritt. Bei einer Margarine oder Butter. 100 Gramm. Hey. Das muss man auch noch abmessen. Alter, sieht sie auch aus wie Schale umgekehrt. Ja, was ist denn eigentlich? Die komplette Bio. Ist die doch nicht. Die ist Bio, die war teuer. Hast dich jetzt wieder beruhigt, Junge? Beruhigt hab ich mich jetzt nicht, aber jetzt wird weiter diskutiert. Junge, ihre Bauern, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt, auch wenn ihr gar nicht wirklich eine andere Möglichkeit habt. Oh, du Queer! Viel mehr kann man ja gar nicht in der Quarantäne machen, außer irgendwelche Videos anzuschauen. Deswegen schön, dass ihr hier auf meinem Video gelandet seid. Ich hoffe, euch geht's auf jeden Fall allen gut und ihr haltet euch vor allem an die Quarantäne. Damit das Ganze nicht mehr so langweilig wird, dachte ich, mache ich heute mal ein Video, wo ich euch ein paar Tipps gebe. Challenges, die ihr ganz easy einfach auch zu Hause in der Quarantäne machen könnt. Mit zum Beispiel eurer Mutter, eurem Vater, euren Geschwistern oder der Ratte in der Speisekammer. Ich habe mir zum Beispiel den Flo wieder aus den Haaren gezupft. Schön auf den Abend. Die Ratte in der Speisekammer. Fackeln ja nicht lange rum, sondern kommen direkt zum spaßigen Teil vom Video. Abonnieren! Gerne abonnieren ist die erste Challenge. Ihr habt 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 1, 2, 0. Dankeschön, freue mich. Gerne auch die Glocke aktivieren und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit der ersten Challenge. Bei der ersten Challenge braucht man eigentlich überhaupt kein Talent. Es geht auf jeden Fall um Dosen und Strohhalme. Und zwar muss man mit seinem Gaumen so einen Strohhalm hier rauspropfen und quasi hier durchfädeln mit dem Mund. Das Ganze dann hierhin befördern. Das Ziel ist, dass man eben so schnell wie möglich so eine Pyramide macht. Das Ganze machen wir natürlich mit Zeitstoppen. Ich glaube, es wird mega lustig. Wir werden definitiv danach außer Atem sein. Damit das Ganze auch noch spannend bleibt, würde ich sagen, wer verliert, wird kastriert. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich will eine schöne Pyramide sehen. 3, 2, 1 und go! Ganz konzentriert wird hier rangegangen. Nummer 1! Ja, ein erster steht schon, krass! Nein! Oh, die 10 Sekunden sind schon um. Und jetzt hat er das Ding. Oh, das ging schnell. Gleich 20 Sekunden. Die nächste umgeschmissen. Mach doch langsamer! Mann, das gibt's doch nicht! 30 Sekunden, Leute. Oh, die muss jetzt erstmal wieder dahinter. Erstes Level ist ja noch normal einfach. Wir sind jetzt bei knapp 40 Sekunden. Die Hälfte der Dosen sind zu bewältigen. Oh, die steht stabil. Ja! Alter, als ob ihr es hinkriegt. Unter einer Minute schon ist... Ne, sich verarschen? Als ob du den Abstand genau richtig hast. Leute, eine Minute und der Typ macht gerade die letzte schon oben. Nicht dein Ernst. Stopp, was? Stopp. 1,6, ich hab geguckt. Halt die Fresse! Eine Minute 6 musst du schlagen. Es geht los in 3, 2, 1, go! Und... Oh, die erste Nein. Und da ist schon der erste Fail, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, aber schnell wieder hier rausbekommen. Gut, die erste Dose steht. Oh, die zweite. Ja, jetzt hat er langsam den Dreh raus. Konzentriert er ist. Und die dritte Dose. 24 Sekunden. Und er ist bei der vierten Dose schon. Verdammt, der ist ja richtig gut. Er muss auf jeden Fall eine Dose noch verlieren, sonst habe ich hier gleich echt ein Problem. Die fünfte Dose. Wir haben erst 40 Sekunden. Das ist die letzte Dose, Mann. 50 Sekunden gleich. Oh, das ist ein knappes Ding. Nein! Ja! 50 Alter. Sekunden! Alter. Du bist und bleibst das alte Arschgesicht! Halt die Fresse! Für die nächste Challenge braucht ihr etwas, was ausnahmsweise mal schärfer ist als ich. Und zwar ein Messer. War echt lustig. Dann braucht ihr einfach noch irgendwelche Spielkarten und eine Wassermelone. Ich muss mich jetzt ehrlicherweise ein bisschen zurückhalten, dass ich die nicht gleich K.O. boxe, weil wer mich kennt, weiß, dass Wassermelone und ich uns nicht so ganz harmonieren, sage ich jetzt mal. Hey, what? Raffi? Die haben mich damals, als ich versucht habe, Weltrekorde zu knacken, schon richtig heftig provoziert und sogar K.O. gehauen. Das ist ja eine Frechheit. Ja, das ist frech. Warum macht sie sowas? Ich glaube, fragst du doch selber. Warum machst du sowas? Es ist voll komisch, ich bin so eine Art Deppenmagnet. Hat sie nicht gesagt. Das ist ja eine Frechheit. Ja, das ist frech. Warum macht sie sowas? Ich glaube, fragst du doch selber. Warum machst du sowas? Fuck my life.
Alles, was ihr machen müsst, ist das gute Ding in der Mitte einfach mal halbieren. Zack. Dann nehmt ihr euch zwei... Ja, servus. Eine Schüssel und positioniert die Dinger, dass sie so stehen bleiben. Jetzt nur noch irgendwo im Raum hinstellen und dann kommen die Karten ins Spiel. Und zwar kennt ihr doch bestimmt alle die Ninja-Filme, wo die mit solchen Sternchen rumschmeißen, ne? Ja. Das Ganze geht auch mit Karten tatsächlich. Die Herausforderung ist, dass man von einem gewissen Abstand diese Karten in die Wassermelone reinpfeffert und die stecken bleiben müssen. Bei demjenigen, wo am Ende die meisten Karten drin stecken, der hat logischerweise gewonnen. Bruh. Funktioniert super. Als ob ich nicht mal von hier treffe. So, der Spielplatz wäre damit präpariert. Ja, wir haben 11 Karten, die jeder werfen darf, abwechselnd. Rechts habe ich meine Melonenhälfte und links ist Flo seine Melonenhälfte. Weißt du mal, willst du mich gleich verarschen, Junge? Was ist denn das hier für ein Kack? Das ist eine Honigmelone. Sag mal, was will ich jetzt mit einer Honigmelone da? Was hast du jetzt gegen Honigmelonen? Ich hab dagegen, dass sie nur fucking halb so groß ist wie deine Wassermelone da. Ich würde sagen, wir spielen Flifla-Flu, wer anfängt. Flifla, du fängst an. Sag mal, jetzt fühle ich mich aber verarscht, du. Los auf Position von hier wird, ja. Er muss die ganzen Karten in die linke Melonenhälfte werfen. Auf die Plätze. Zu verkacken. Fertig. Los. Bruh. So, meine Damen und Herren, Sie sehen nun die nächste Fassung von Raffaella. Wir werfen die Karten in die Wassermelone rein. Wir starten in 3, 2, 1 und... Sag mal, willst du mich gleich verarschen, Junge? Was ist denn jetzt mit den großen Karten da? Yeah. Das ist ein Putsch, Mitschmeier. Ich glaub das nicht. Ich glaub, der will mich veräppeln. Fixieren und... Bruh. Geil. Tona, linke Runde, meine Damen und Herren. Was für Ninja-Moves. Ich wusste, du hast einen Ass im Ärmel. Du willst mich verarschen. Also bis jetzt habe ich irgendwie noch nicht so den Dreher raus. Jetzt bin ich gespannt. Uno, dos, tres. Was? Junge, du willst mich verarschen. Was? Jetzt haben wir den da reingekriegt. Der perfekt, der einfach Junge. Gelandet ist. Gib dir den Typ mal. Ja, jetzt wird's aber hier hitzig, gell? Also, ich bin wieder mein Joker. Vierter Versuch, ich bin gespannt. 3, 2, 1. Wo landen die immer? Wie landet nicht in der Wassermelone? Als ob du Anlauf nimmst, Alter. Oh. Was? Alter, ich dachte, die ist hier. Ja, mal so, close die Small und sie ist Object vorbei. 3, 2, 1. Nein, oh, Alter, wie knapp war die? 3, 2, 1. Oh, Alter! Oh, no, ey! Du bist nicht verarscht! Guck mal, wie knapp die an der Kante da hängen geblieben ist, Mann! Leute, ich will wenigstens eine treffen! 3, 2, 1, go! Ja! Ja! Nein! Ja, Junge, das ist aber richtig stabil! 2 zu 1. So, letzte Karte für den Raphael! Für das nächste Spiel braucht ihr ein Glas, eine Sicherheitsnadel und einen Gummihandschuh. Das Ganze heißt die Milk Challenge. Oh, und zwar werdet ihr jetzt einfach diesen Handschuh mit Wasser befüllen. Dann stecht ihr bei dem vollen Handschuh in den Finger ein kleines Loch mit einer Nadel rein. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Derjenige, der in 30 Sekunden mehr Wasser in seinem Glas drin hat, hat gewonnen. Schreibt mir in die Kommentare, wer von euch hat alle schon mal einen Rind gemolken. 3, 2, 1, reinstechen. Nein, bruh. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh, Rina, Mann, das ist doch nicht mal offen. Als ob du da komplett auseinanderreißt. Jetzt hab ich voll in die Hose gemacht. Ja, warte mal. Was hast du denn da reingestochen? Wenn ich jetzt nach Hause fahre, ist es ultra kalt draußen. Da hab ich auf jeden Fall hier einen Eistapfen hängen, Mann. Also die Option, ich glaube, die Kuh hatte Durchfall am Euter. So, denselben Fehler machen wir nicht nochmal. Yo! Nein, alles daneben. Junge, rein da. Rein das Ding, rein den Lachs. Ja! Du bist ein Arschloch, ey. Er ist voll nass, Alter. Das ist eine Überschwemmung. Ja, aber jetzt hier Schwimmsaison oder was? Typisch deutsch, Alter. Ich sehe Wasser, es ist Sommer. Der Deutsche schmeißt erstmal eine Hand auf den Boden. Als nächstes wird es hier ziemlich romantisch. Beziehungsweise werden wir dafür sorgen, dass es gleich nicht mehr romantisch ist. Denn das romantische Licht hier, die 300 Kerzen, die wir hier platziert haben, werden wir gleich auspusten müssen. Die Challenge ist, dass wir dafür nur einen Atemzug Platz in der Lunge haben. Derjenige, der mehr Kerzen mit nur einem Atemzug auspusten kann, hat diese Challenge für sich entschieden. Oh. Ja, was? Alle außer eine! Oh, was? Oh, sehe ich da jemanden schwächeln? Hier brennt aber noch was. 4 Kerzen. Nein! Bloß, ich glaub mir nichts dahinter, gell? Jetzt
jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblings-Challenges. Und zwar braucht ihr ein Block Papier, ein Draht und ein Edding. Als erstes wickelt ihr diesen Draht um euren Edding oder um den Filzstift rum. Fixiert das Ganze am besten auch noch mit dem Tape. Und schon kann es losgehen. Die Challenge besteht daraus, dass der Flo zum Beispiel jetzt diesen Stift über dem Blatt Papier hält. Und dann muss ich versuchen, mit der Bewegung von dem Draht irgendein Motiv zu malen. Und er muss es erraten. Wir haben einen Wortgenerator, der zufällig ein Wort raussucht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr müsst mitraten. Okay, der Flo beginnt. Hab ich schon mal erwähnt, wie scheiße ich zeichnen kann. Wenn ich das Wort erraten sollte, dann geht der Punkt an den Flo. Oh okay. Nee, Alter. Okay, ich bin so gespannt. Du musst ganz locker lassen. Ja, ich mach ganz locker. Du darfst nur den Draht berühren. Alter, du machst ja mal voll die andere Richtung. Ja, ein Strich. Nein. Alter, ich seh gar nicht, wo wir hinfahren. Ich seh gar nicht. Ein Flugzeug. Oh, ein Junge. Wo willst du hin mit meiner Hand, weiß Alter? Ich, wo ich hin will. Du fährst doch selber deine Hand. Du musst sie locker lassen. Ich mach nichts. Du musst sie locker lassen. Du Spack, Alter. Schau mal, du machst die ganze Zeit so. Das kann doch nicht sein. Du lässt sie doch von der ersten. Alter, lass doch deine Hand locker. Ey, das ist wie Gläserrücken, als würden wir jetzt so Geister beschwören. Ja. Ich zieh jetzt bewusst nach unten und er zieht bewusst nach rechts. Du willst mich verarschen, ich hab keinen Bock mehr. Wieso schiebst du? Lach doch nicht die ganze Zeit, du spannst dadurch deinen Arm an. Hallo, mein Freund, wie soll ich denn hier jemals irgendwas zusammenkriegen, wenn das so scheiße? Was soll das sein? Komm, du fährst schon wieder nach oben. Das ist doch nicht die Possibility. Ein Tiger. Ein Walross. Wenn du wüsstest, was ich hier zeige. Ein Teich, ein Tümpel, ein Drache, ein Vogel. Was machst du da, Alter? Ein Hase, eine räudige Ratte. Boah, das ist so ein Eichhörnchen mit einer Käppi nach hinten drauf. Wo willst du hin? Bruder, du bist da unten, da wollte ich nach oben, ey. Ich check es einfach nicht. Günther Jauch. Falsch. Das soll ein Arzt sein. Alter, von dem werde ich mich aber nicht verarzen lassen, Mann. Das soll ein Arzt sein? Also, liebe Freunde, ich schmeiß den Generator wieder an. Okay, krass, ich bin mal gespannt. Oh Gott. Ey, wenn du das jetzt hinkriegst, dann... Sollst du hoch? Das ist das, was ich... Zur Seite! Nein! Alter, Mister... Was? Jetzt weiß ich, was... Nein, wo gehst du hin? Du darfst dich nicht bewegen. Ich bewege mich nicht. Natürlich bewegst du dich. Ich gehe nur mit, wie du den Draht ziehst. Du verarschst mich, Junge. Ich verarsch... Das ist genau das gleiche Problem wie ich. Stopp! Da rüber, rüber! Wohin denn? Stopp! Lass mich beeinflussen, wo du den Draht ziehst. Lass dich nicht beeinflussen! Ich muss dich davon Draht beeinflussen lassen. Ich glaube, wir haben gar nicht so guten Draht zueinander. Was ist das? Eine Hexe? Eine Nein, Hexe. Ist keine Hexe. Du musst es fühlen. Ich fühle die ganze Zeit. Nein, lass doch nicht den Stift los. Lass die Hand. Sieht aus wie eine fucking Landkarte. Ist das eine Landkarte? Nein, das ist keine Landkarte. Ich weiß nicht, wie ich das doch retten soll. Zelt, man kann es heraus. Oh, gar nicht mal so verkehrt. Eine Waldhütte. Nein. Ein Hexenhaus. Uff, ein Schloss. Oh mein Gott. Scheiße, das ist ein Schloss. Also, du lass ihn ran. Ja, genau. Oh. Beim nächsten lustigen Zeitvertreib nehmt ihr euch einfach eine Tesafilmrolle und... Tee. Genauer gesagt, zwei Beutel. Sag mal, was machst du da, Junge? Da steht, ich muss den 8 Minuten ziehen. Was? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ja, doch. Echt jetzt? Ja. Ja, und dann? Ja, dann, weißt du, oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich sehe aus wie Pippi T-Strumpf, Alter. Ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit, um diese zwei Teebeutel ohne Hilfe der Hände auf meinen Kettenschirm zu lagern. Das heißt, die müssen hier auf der Platte liegen bleiben. Okay, komm, Junge, hau rein da. Ey, jetzt ist spannend. Okay. Mann, boah, das ist so schwer, beweg Mann. Beweg dich. 13 Sekunden noch. Los. Der ist ganz oben wieder. Komm, gib Gas. 7 Sekunden noch. Was? 2, 1, vorbei. Das ist sau schwer, Mann. Top, die Pferde grillt in 3, 2, 1, go! 30 Sekunden laufen. Er macht auf jeden Fall die Headbanging-Taktik. Du musst ein bisschen leichter machen. Und war nix. Aber die verändern sich genauso wie bei mir. Das gibt's doch nicht. Lange wieder. 8 Sekunden noch. Oh, jetzt aber schnell. Und Alter, als ob das so schwer ist, Mann. Das kann doch nicht sein. Was? Das ist halt gemein, weil die Kappe rund ist. Das ist scheiße. Du hast versagt, Alter. Hä? Das ist unmöglich, Alter. Und wir sind beim großen Finale angekommen. Jetzt bin ich ultra gespannt. Und zwar habe ich hier eine Mülltüte in der Hand. Es ist nämlich in Amerika vor einiger Zeit ein Trend gewesen, sich vakuumisieren zu lassen. Nice. Die Vakuum-Challenge mit einer Mülltüte soll anscheinend funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ob das fake ist oder echt. Wir werden es auf jeden Fall jetzt gleich mal ausprobieren. Alles, was man dafür braucht, ist, wie ihr schon seht, eine Tüte und ein Staubsauger und einen Freiwilligen, der hier reinschlüpfen will. Jo, mach mal her. Was? Ja, Leute, das ist eine Biotüte, da laufen nur Lauch rein. Was? Ja. Ich hab keinen Bock. Ja, doch? Nee. Ey, wenn jetzt ein Nachbar reinschauen würde, ist mein Ruf, der kaputt geht. Nicht deiner. Hey, wir sind aber echt gut. Ja, du musst mir helfen. Ich glaube, dass wir das gerade machen, Mann. Ey, irgendwas machen wir falsch, Mann.
Wenn ihr Bock habt, dass ich 5 Minuten mal alles, worauf ich Bock habe, mit dem Flo machen darf. Nein. Dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Kein Fall. Gebt jetzt einen Daumen nach oben. Ganz viele Daumen nach oben. Daumen nach oben und ich mache 5 Minuten. Alles, worauf ich Bock habe. Oh, ich muss echt furzen. Nein. Wenn du jetzt furzt, wirst du zu so einem Helium-Luftballon. Okay, kurze Zwischenwarte. Ein bisschen Bewegungseinschränkung. Lüge. Mach die Scheiße jetzt an, ich will hier wieder raus. Wie geht's dir in deinem Kokon? Vielleicht sorgst du mich gleich auf die Plätze. Fertig. Hallo? Los! No way. Boah, das zieht sich wirklich zusammen. Alter, das hat komplett ein Bildschirm hier eingezogen. Wow, 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 wow. Da geht noch mehr. Hallo? Ciao! Hallo? Mein Fresse, was soll der Scheiß da? Ich komme schnell wieder raus! Hallo? Jetzt liegst du in meinem Scheißkokon am dreckigen Boden und verkamble. Du Scheiße da! Lasst keinen Daumen nach oben da! Ich sag's euch. Aber abonnieren könnt ihr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Einer ist immer der Loser.